Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Das hat uns vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Christine Lamprecht hat mit ihrer Neujahrsansprache, die im Böllerlärm untergeht, für Aufsehen gesorgt. Am Samstag postete die Verteidigungsministerin ein Video auf Instagram, in dem sie über das vergangene Jahr und auch den Ukraine-Krieg spricht. Währenddessen veranstalten einige Berliner im Hintergrund mit Raketen und Böllern ein Feuerwerk. In den sozialen Medien bekommt Lamprecht für die missglückte Aktion nun Kritik und Häme. So kritisiert der Ukraine-Korrespondent der ARD, Wassili Golot, auf Twitter, Zitat, während Russland Raketen und Kampfdrohnen auf die Ukraine schießt, nimmt die Bundesverteidigungsministerin eine Neujahrsbotschaft auf mit knallenden Böllern und Feuerwerk im Hintergrund. Von Kiew aus betrachtet wirkt das fast schon zynisch, mindestens aber inkompetent. Heftige Kritik kommt auch von der Union. So schreibt CDU-Verteidigungsexpertin Serap Güler bei Twitter, Lamprecht habe, Zitat, null Gespür für richtige Kommunikation. Weiter fordert sie indirekt den Rauswurf der Ministerin. Zitat, die Rede über den Krieg mit Silvesterböllern im Hintergrund setzt ihre Serie von Peinlichkeiten nur noch die Krone auf. Deshalb, jede weitere Minute, in der der Bundeskanzler an dieser Ministerin noch festhält und damit das Ansehen unseres Landes weiter beschädigt, geht auf sein Konto. Auch der frühere CDU-Chef Armin Laschet kritisiert nicht nur Lamprecht, sondern ebenso Scholz. Er schreibt, Zitat, ist dem Bundeskanzler eigentlich die Wirkung Deutschlands in Europa und der Welt völlig egal? Und ZDF-Satiriker Jan Böhmermann scherzt, Zitat, morgen tritt Christine Lamprecht als Selbstverteidigungsministerin an.